Fußballfreunde, ich melde mich nochmal hier. Ganz neutral seht ihr ja, mit der spanischen Mütze und mit dem deutschen Hemd hier. Also nicht HSV, verrückt jetzt. Aber ich wollte euch ja mal was erzählen oder sagen über die Champions League, die ich persönlich Geldliga nenne. Weil das geht dann nur noch um Geld. Das geht nicht um irgendwelche sportlichen Geschichten da. Das geht nur um Geld. So, ich will mal anfangen. Ich bin auch nicht neidisch, auch wenn ich HSV-Fan bin, weil wir ja 1983 Europapokalsieger geworden sind gegen Juventus Turin unter ganz anderen Bedingungen. Heute ist es ja einfach, die Champions League zu gewinnen, in meinen Augen. So sehe ich das. So, ich will mal anfangen. Es geht schon mal los, dass dieses ganze Champions League aufgebläht ist. Aufgebläht. Wir haben zum Beispiel in Deutschland vier Vereine dabei, die in der Champions League sind. Das ist Bayern München, Dortmund, Gladbach und Leipzig. Die Engländer haben vier, die Spanier haben vier. Und dann kommen die ganzen Gurkenstaaten in Anführungsstriche. Die Gurkenstaaten meine ich nicht böse, sondern die Kleinstaaten, die ich persönlich, wo ich die Meister oder Vizemeister gar nicht googeln kann, weil ich die Städte gar nicht kenne. Zum Beispiel jetzt in Tel Aviv, in Israel, in Tel Aviv, kann ich nicht googeln. Ich weiß gar nicht, wie die heißen und wie, aber ich will keine Namen nennen. Diese ganze Geschichte ist aufgebläht. Ich will euch nur ein Beispiel sagen. Jetzt hat etwa 6-0 da in der Ukraine gewonnen, weil die Ukraine, die Donetsk, die sind ja gespickt mit brasilianischen Nationalspielern. Da hat Gladbach 6-0 gewonnen. Also, sie können sich ja freuen. Aber Donetsk kann mit 6-0 weiterkommen. Die brauchen nur noch Real. Die können noch weiterkommen als Zweiter in der Gruppe. Jetzt sagt euch das eins. Und das war zu meiner Zeit, damals in den 80er Jahren, wurden zwei Töpfe gemacht. Und da konntest du schon in der ersten Runde rausfliegen gegen Barcelona oder Real Madrid oder Manchester United oder Liverpool. Aber heute wird das so hingezogen und hingezogen wie Kaugummi. Nicht immer noch ein Spiel, noch ein Spiel. Jetzt kommt das, dass die Spieler irgendwann am Limit sind, wenn sie Nationalmannschaft spielen und noch Champions League und noch die Meisterschaft spielen wollen. Also das geht gar nicht anders. So wie jetzt Bayern München. Ich will mal Bayern München sagen. Ich habe nicht den Bayern München. Also ist egal. Aber wenn du die, jetzt komme ich mal zu den Gehältern. Wenn du die Gehälter bezahlen willst, der Alaba macht jetzt auf 11 Millionen Euro im Jahr. Der Lewandowski hat 20 Millionen im Jahr. Dann musst du in die Champions League. Also was sagt euch das? In Deutschland ist der Fußball schon vorhersehbar. Bayern wird Meister, Dortmund wird Zweiter oder Leipzig. Und das ist so. Oder Gladbach auch. Wer in der Champions League spielt, der ist vorne mit bei. Darum mein Slogan, wo Geld ist, ist oben. Das ist traurig, aber so ist es. So, wenn du jetzt, so wie wir jetzt abgestiegen sind und auch mit der Kohle weniger haben, jetzt Corona auch noch. Also ich will euch eins sagen, da werden noch ruhmreiche Vereine dran kaputt gehen. So, das dazu und nochmal zu der, bin nicht neidisch auf die Champions League. Ich gucke sie ja auch teilweise. Aber ich gucke sie nicht mehr so mit großem Interesse, so wie das früher war. Wenn da gespielt hat Liverpool gegen Bayern München. Erstes Spiel war das. Erstes Spiel. So, und wer verloren hat, der fliegt raus. Und dann hatten die Kleinen mal eine Chance. Wenn sie einen guten Tag hatten, entweder Young Boys Bern oder Burnley aus England. Die hatten einen guten Tag und haben den Real Madrid mal rausgeschmissen. Oder wenn der HSV gespielt hat gegen Real Madrid, haben wir 5-1 gewonnen. So sieht das aus. Aber da waren nicht vier Leute drin von jeder Liga oder Mannschaften. Das war nicht, das kommt heute nur, weil das nur noch um Euro, Dollar geht. So, das sind meine Worte. Ihr könnt euch da jetzt, ihr seid meist junge Leute, aber die Alten verstehen mich schon. Und die Jungen sollen mal nachdenken, wo das noch hinführen soll. Der Fußball ist kaputt. Guckt euch das mal an. Natürlich kann man sehen, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, Qualität. Da ist natürlich Qualität, als wenn Köln gegen Bremen spielt. Also das sieht man mehr Qualität. Aber vier Vereine in der Champions League und natürlich auch noch die Europa League, genau die gleiche Müll. Da müsste der Pokalsieger spielen.
Und oder die im Pokal waren, das ist auch aufgeblieben mit Relegation und Qualifikation und hin und her. Also normalerweise ist das so, wenn ich nicht so ein großer Fan wäre vom Fußball, mein lieber Gott, den hätte ich schon oft abgeschaltet beim Fernseher. Mein Fernseher. So Jungs, das war dazu. Und dann denk mal über nach. Es wird der Fußball kaputt gemacht durch die Kohle. Und wenn das jetzt nicht solidarisch wird hier in Deutschland, werden viele Vereine kaputt gehen an die Corona-Geschichte, auch Amateurvereine. Und das möchte Peter nicht. Amateursport, ich gehe jeden Sonntag noch hin zum Amateursport, weil ich die Leute auch unterstütze mit meinem Eintrittsgeld. Und ich gucke da gerne zu, weil da noch ehrlicher Fußball gespielt wird. So Jungs, ich will heute nicht sagen nur der HSV, ich würde sagen nur der Fußball. Hoffentlich bleibt er am Leben. Der Fußball muss weiterleben. So ist es. Das war mein Leben und das wird von vielen anderen Leuten auch das Leben sein. So haut rein, das Tango, Jungs, und dann wollen wir mal sehen, was läuft. Aber diese aufgeblähte Scheiße tue ich mir auch nicht mehr an. 6-0 und 7-1, die Ergebnisse, ist nicht mein Ding. Haut rein, das Tango, Jungs, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittwoch. Denkt mal über Nacht. Alles klar. Und wenn ihr damit einverstanden seid, dann sagt, das ist alles okay. Und wenn nicht, wenn ihr meine Meinung habt, der könnt ihr auch mir ein Feedback geben. Alles klar. Nur der HSV. Ha, hab ich doch gesagt. Entschuldigung, Entschuldigung. Alles klar. Tschüssi. Gruß aus Hamburg.